Hallöchen! Ich hoffe, euch geht es gut, denn jetzt wollen wir mal mit Professor Dumbledore, also Freshly Dumbledore, treffen. Er möchte ja was von mir wissen. So, da komm ich rein. Yo, Freshly, hier kommt dein Best Friend. Irgendwann, Digga. Oh mein Gott, jetzt guckt er erstmal blöd. Oho, wie geil. Die Haus, ja geil, die Hausgeister sind auch wieder da. Hoffentlich schneit es an Weihnachten. Ich möchte so gern Schlitten fahren. Oh Penny, mit mir kannst du ewig Schlitten fahren. Ich schreibe eine Liste meiner Weihnachtswünsche vom wichtigsten bis zum unwichtigsten Wunsch. Oh Gott. Ich kann es kaum erwarten, dass die Feiertage vorbei sind. Ja, du mich auch. Sie wollten mich sprechen, Professor. Ja, ich brauche deine Hilfe, um Hogwarts weihnachtlich zu schmücken, Mace. Dieses Jahr möchte ich ein besonderes Weihnachten feiern, in dem du die Schüler beim Dekorieren helfen lassen. Und du warst der erste Schüler, dem ich die Schüler beim Dekorieren helfen lassen. Und du warst der erste Schüler, der mir dabei im Sinn kam. Ich helfe gerne, aber warum ich? Sei nicht so bescheiden, Mace. Du bist ein begabter und kreativer junger Zauberer. Und ein guter Anführer, wenn du nicht gerade in Schwierigkeiten steckst. Danke, Professor. Was soll ich tun? Zaubere Knallbonbons. Zauber, Knallbonbons basteln, Weihnachtsbäume dekorieren und Zauberschach spielen. Die ersten beiden sind klar, aber warum Zauberschach? Was hat das denn mit Weihnachten zu tun? An Weihnachten geht es darum, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen und für einander da zu sein. Es gibt dafür Besseres als ein altwürdiges Zauberschach. Was gibt es dafür Besseres als ein altwürdiges Spiel wie Zauberschach? Frohe Weihnachten, Professor Dumbledore. Weihnachten ist erst in 11 Tagen. Also in 9. In 9 Tagen ist erst Weihnachten. Wir haben erst den 15. Frohe Weihnachten, Mace. Alter. Dann wollen wir mal. So, Professor Dumbledore. Ja. Zauberknallbonbons herstellen. Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, wie viele Freiwillige bei den Weihnachtsvorbereitungen mithelfen. Dank eurer Anstrengungen wird Hogwarts ein fröhliches Fest erleben. Frohe Weihnachten euch allen. Und noch einmal danke für das Angebot, Zauberknallbonbons für die Schüler herzustellen. Das wird eine tolle Überraschung. Rowan, wir tauschen mal gefälligst den Platz. Du sitzt nicht neben meiner Schnucki. Alter, da sitzt du einfach neben meiner... Penny ist mein Girl. Du kapisch? Oh Mann. Alter, schneid die bloß in die Pfoten. Aber am besten so, dass man der Pomfrey das nicht hinbekommt. Yeah! Woo! Haha! Was nehme ich? Ist beides geil. Empathie ist gut. Öffne eins meiner Zauberknallbonbons, Mace, aber wähle mit Bedacht. Ja. Woo, oh, wie süß, Teddy. Ja, ich bin es. Also bei, Gryffindor ist der Knallbonbon rot, bei Ravenclaw blau, bei Hufflepuff gelb, ja, und bei Slytherin eben grün.
Professor Flitwick. Lassen Sie uns den Weihnachtsbaum dekorieren. Passen Sie immer gut auf die Kerzen auf. Sehr wohl, Professor Flitwick. Ja, Bill ist gerade dabei, die Weihnachtskugeln mit dem Zauberstab aufzuhängen. Jetzt wollen wir mal erstmal wieder einiges erledigen. Als erstes gehen wir mal in den Kerker in unseren Gemeinschaftsraum. Nein, nicht Hufflepuff. Nicht Hufflepuff, Alter. Da, da ist er ja. Ach, Entschuldigung. Meine Halsschmerzen sind ja wieder da. Oh. Hallo. Meine Eule ist wach. Na gut. Ey, nicht pennen. Nee, 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 nee. Küchenpersonal, das schläft. Oh, ich will den kleinen Wolf haben. Das wäre so cool. Hagrid, kann ich mir auch einen kleinen Wolf holen? Das wäre so süß. Hey, Pieps. Ah, da bist du. Entschuldigung, ich bin doch ein bisschen müde. Aber wach. So, ich habe jetzt einen Fehler gefunden. Und zwar, anstatt die 29... ist es eigentlich 26, also ich muss das irgendwann, ich werde das auf jeden Fall die Tage wieder ändern. Mit den LPs und so, also das wird schon alles cool sein. Und dann klappt das schon. Ich muss immer wieder kotzen, wenn Rowan das, also ich finde das so lustig, wie Dagi das erzählt. Hogsmeade, Hogsmeade und sein Gesicht dazu. Oh Gott, ich würde gerne einen reinhauen. Hui. Ich will auch. Okay. Oh, Hogsmeade. Ja. Wollen wir weitermachen? Wir wollen ja weiter Professor Dumbledore helfen. Whee! Da 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 dum dum dum. Mein Lieblingslied ist wieder dabei. Es ist Zeit, die Girlande aufzuhängen. Hören Sie mal bitte auf, rumzuhampeln. Ich will Ihnen was sagen. Oh, Professor Flitwick, tut mir leid. Also, es ist Zeit, die Girlande aufzuhängen. Lassen Sie dabei genügend Abstand zu den Kerzen. Sehr wohl, Professor. Ui. Nein, muss das sein? Ich habe ein neues Zauberschachspiel von meinen Eltern bekommen. Lass uns eine Pause machen und es einweihen. Ah, wie
fange gleich an zu putzen. Hör auf, mich zu verarschen, du Arsch! Ey, was für ein Idiot! Guckt euch das mal an, der verarscht mich ja. Ja, das war's dann mal wieder. Bis gleich, euer Jedi Mace 24/7. Tschüss! Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß.